Freunde, 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 Susi ist fix und fertig. Fix, fix und fertig bin ich. Ich weiß nicht. Ich zitter noch am ganzen Körper. Ich zittere noch am ganzen Körper. Das ist der Wahnsinn. Susi ist fix und fertig. Und ich, versteht ihr? Und Susi konnte nicht helfen. Es ist der Wahnsinn. Und mein Herz schlägt jetzt heute doppelt und dreifach für meinen neuen Ritter. Für ihr wusstet. Ja, Marco und ich, das war schon immer eine ganz tiefe Bindung. Aber jetzt seit neuestem, das ist mein Ritter. Es fehlt nur noch der weiße Esel. Pferd, das Pferd oder so. Das ist der Wahnsinn. Habt ihr es mitbekommen? Ich zittere nur am ganzen Körper. Killerfrösche im Garten. Killerfrösche, freilaufende Killerfrösche. Sie fressen einfach alles auf, was ihnen in den Weg kommt. Gartenstühle, Regentonnen, Angler und nun wurde auch unsere Nicole, meine kleine süße Nicole, unsere niemals hungrige, selten ungeduschte Nicole, angegriffen von diesen kleinen grünen Drecksviechern. Ich schwöre, ihr Killerfrösche, wenn ihr nicht sofort damit aufhört, ich schwöre, werde ich mit Marco gemeinsam in den Krieg ziehen. Ich schwör's euch. Was? Glaubt ihr mir nicht? Glaubt ihr mir nicht? Jetzt pass auf. Ich hoffe, ihr habt alle starke Nerven. Ich kann euch so viel sagen. Es ist noch so gerade eben ist es gut ausgegangen. Ja, also so gerade so knappe 20 Zentimeter haben nur gefehlt. Also ich schwör's euch. Ne? Also mehr war. Also vielleicht 25 Zentimeter. Aber wartet, pass auf, nein, warte, ich weiß gar nicht, ob ich mitgucken kann. Sag mir bitte, wenn's vorbei ist. Mein Herz. Muss ich die erstmal nochmal. Gestern Abend. Ja, kleben. Live. Drei Finger ab. Im Garten. Gemütlich zusammensitzen, quatschen. Nein. Also, Max, was Erwachsene so tun. Gibt da welche, die spielen Murmel. Ja. Ne, Onkel? So, und jetzt pass auf. Ich zittere. Barbara, mir geht's gut. Ich muss mir jetzt hier Ritter machen. Bunter Vogel. Hallöchen. Konntest du überhaupt schlafen? Jetzt wird die Runde voll. Ich glaube, der Onkel hat aufgehört. Ja, das hört sich mit mir. Ach so, bin dann mal weg, falls die Frösche quaken. Viel Gras beim Fang. Was denn jetzt? Da sitzt einer. Oh, das ist ein Frosch. Ja. Jawohl. Na komm, Leute, der Frosch. Und Nicole, wir haben einen umgefangen. Alter. Ohne Scheiße! Wo läuft der? Hol den wieder zurück! Ich kann den nicht zurückholen! Hol den zurück! Ich hol den nicht zurück! Ich hol den zurück! Sag ihm, er soll nicht in den Teich! Warte! Nicole, den zurückholen! Ich nehm unseren kaputten Kelcher! Der wollte die Nicole fressen! Ich schwöre! Wo ist er? Da! Guckt euch das Riesenviech an! Da! Guckt euch das an! Zack! Reingehoppert! Ja, leuchtet doch mal da drauf. Ja. Mit dem. Siehst du? Ich schwöre bei Gott, wenn der in meine Richtung springt, ich bring dich um. Ja, sie, genau. Die, ja, die sehen das. Ich schwöre ja. Mit. Ja, jetzt er kommt, guck dir das hier mal an. Hör auf, Marco. Die sind gefährlich. Die fressen Angler, Spaziergänger, Händler. Komm, wir gehen zusammen. Sänger. Also was? Da lacht er. Oh, ach, ist er schon ein Held. Nee, geh einfach. Genau, geh einfach! Da reden sie von Frösche und schon sitzt einer auf dem Weg. So sieht's aus, Nico. Nein! Ich will meine Richtung damit. Mach das nicht mit mir. Nicole. Ja. Die war live dabei. Ja. Mein Herz. Ja. Ich schwöre. Willst du noch was sehen? Nein! Mann! Oh. Marco! Hier, da Zeugen seid ihr. Er geht runter zum Wasser. Ja, ins Wasser. Oh. Ins Wasser. Soll er Wasser fressen? Nein. Der grüne Mistviech. Los, schmeiß ihn da rein. Nein, kann sich ja totsaufen. Dann mach ihn weg. Ihr unbescholtene kleine Frauen hier auf dem Campingplatz belästigen und fressen wollen. Alter. Der war aber flott weg. Da, immer noch. Immer noch. Wieder ist er immer noch. Nicht, dass er seine Kumpels holt. Nicole, lauf, renn. Lass Marco da stehen. Der kommt alleine klar. Ist so, glaub mir. Und wenn es klopft, sprach immer erst, wer sie ist. Und hüpft los, während ich komme. Ja, was? Währenddessen du kommst, hüpft wer, was, wie, wo, Moment, war. Hallo, das ist eine ernste Lage hier. Oh. Ja,
wird zerreckig doch heute Nacht. Jetzt wird der Weg auch noch untersucht, ich sag's dir. Ja, mach das. Mit Mama! Oder mit der Axt ja, oder so. Nur hier drin. Lacht ihr nur. Wer lacht? Wer lacht? Wer hat sich da getraut zu lachen? Ich hab den Chat Wer nicht. Wer hat den Frosch hier hingesetzt? Wer war das von euch? Oh, sind die schönen Schuhe? Ist da irgendwas Froschiges, Grünes dran oder so? Von wo kam der? Wenn der hier mitten saß. In Köln ist doch egal, woher der kam. Guck, dass du dich in Sicherheit bringst. Kind, bitte. Mein Herz, Freunde. Dann hältst du alles im Kopf nicht aus. Dann lach da. Ey, du Ritter. Lach zu lachen. Das waren Todesängste. Mann! Ja, doch, wahrscheinlich, der war doch schon Richtung Teich. Ja. Ist wahrscheinlich auch noch nie vom Frosch angelutscht worden, oder? Also ehrlich. Hammer, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich bin wieder fertig. Ich weiß überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich möchte das nicht. Los, ich will, dass dieses ganze grüne, komische Tropfzeug. Wir brauchen Zäune. Elektrozäune, Stacheldrahtzäune mit Selbstschussanlagen und so. Und dann stellen wir, ich hab's. Wir stellen noch ein paar Franzosen in den Garten auf. Wir stellen ein paar Franzosen dahin. Die können nämlich nicht gut lecken. Die können auch, die mögen Frösche. Und dann werden wir die Killerfrösche mit ihren eigenen Waffen, werden wir sie schlagen. Und bevor sie uns fressen, lassen wir die Franzosen einfach die Frösche fressen. So einfach machen wir das. Ja? Voulez-vous avec moi, croissant, schmatz, schmatz. So, ich weiß nicht. Ich leg mich jetzt irgendwo hin, guck, dass die Türen zu sind. Und wenn mir irgendeiner mit was grün kommt, ich schwöre, ich raste aus. Onkel, verpiss dich. Nein, hau ab, geh weg. Mallo. Nicole.